Hallo und zurück zu einer neuen Folge, oder besser gesagt, guten Morgen. Ich hab's nämlich gegen 12 Uhr. Naja, wobei das eigentlich auch nicht guten Morgen ist. Aber genug geredet, wir starten gleich mal dort, wo wir gestern aufgehört haben. Genau, wunderbar. Und dann stürmen wir mal diese Disco- oder Clubanlage oder auch was immer das ist. Und ich bin mal gespannt, was wir alles darin so finden werden. Ich war auch gestern fleißig und sehe, ich habe 7 Painkillers gesammelt. Super. Diese atmosphärische Musik übrigens im Hintergrund erinnert mich komplett, also jetzt nicht dieser Techno-Sound, sondern was die andere Musik, erinnert mich leicht an Zelda auf dem N64. Was war das? Ich hatte noch volle Energie. Ja, wenn man spielt und gleichzeitig wabelt. An Ocarina of Time, nämlich wenn man in den Untergrund geht. Das war eine Granate, okay. Dann hört sich die Musik dort genauso an. Finde ich, oder fast genauso. Na, wo seid ihr denn? Sowas von gar nicht betroffen. Die aber auch nicht. Immer noch. Oh, nicht nachladen. Hey, yeah. Ich sehe keinen. What? Was ist das eigentlich für ein Club mit so einer... Ah, ich kenne jetzt nicht den Begriff, mir fällt er gerade nicht ein. So ein Satan-Symbol auf dem Boden. Wo ist der Sack? Da. Relativ kleiner Club, wenn man sich das mal ansieht. Hier ist die Band, wo auch nur ein Mann drauf passt. Und hier passen 20 Leute hin. Na okay. Ja, schön Munition. Munition ist immer schön. Na, geht's wohl hier weiter? Schon neue Gegner, beziehungsweise nicht neue Gegner, sondern Gegner, die sich jetzt mit solchen langen schwarzen Mänteln ankleiden. Folgt mir jemand? Anscheinend nicht. Wo ist das wieder? Oh, da hat es mich fast zerlegt. Na gut, einen können wir mal nehmen. So dass wir auf 7 Painkillers in Reserve sind, denn dann sammeln wir ein, falls ich aus Versehen ein, ich sehe aber zumindest dran vorbeilaufen. Denn bei 8 Stück haben wir das Maximum erreicht und wir sammeln nichts mehr ein. Books on the occult had been piled on the table.
The room was stacked with light reading, such as Necronomicon, Witchcraft, and Paradise Lost. Old exotic titles like Malleus Maleficarum and De Umbrarum Rani Novum Portus. Books with pentagrams on their covers, all dealing with the occult and the infernal, lying between stacks of horror videos and a couple of Ouija boards. The only thing I could take seriously was the thought of Lupino taking it seriously. He had been spending a lot of time getting intimate with the guy downstairs. Pentagramm, genau, das Wort habe ich gesucht. Ich habe keine Munition. Boah, das sind immer so viel Schlucken, das ist schon... Ja gut, schon ist meine Energie wieder so weit runter, dass ich gerade eben einen Painkiller genommen habe und diese zusätzliche Energie jetzt schon wieder runtergeschossen ist. Deswegen spiele ich hier ehrlich gesagt auch wirklich am Limit, weil im Endeffekt lohnt es sich irgendwie nicht Painkillers zu nehmen, dass sie innerhalb so kurzer Zeit wieder runtergeballert ist. Oder man spielt einfach nur gut. Man muss auch bedenken, kann sich oft genug sagen, das ist der leichteste Schwierigkeitsgrad von 4 Stück, müssen es insgesamt sein, wenn ich es richtig gesehen habe. Also geht doch mal eine ganze Ecke knackiger. Kann man hier rüberlaufen? Ich denke schon. Ich denke auch, dass ich das sogar machen muss. Da geht es hier weiter. Hier wird es weitergehen, aber wir laufen mal rüber. Schöne viele Painkillers, da kann ich sogar gleich mal zunehmen. Wenn nicht sogar 3. Ja, manchmal hat man auch Glück, ich bin ja eigentlich wieder voll reingerannt und hab's dennoch glücklicherweise überlebt, ohne einen einzigen Treffer. Okay, das sind die Special Effects. Mich das hier aber irgendwie weiter, oder ich glaube, es ist nur so ein kleines ja, Easter Egg. Na gut, Easter Egg wird es nicht nennen. Eine kleine Spielerei innerhalb dieser Welt. So, wir haben volle Energie und 7 Painkillers. Jetzt müssen wir aber weiterkommen. Ja, die konnte ich jetzt schlecht verstehen, wegen der Disco-Musik im Hintergrund. Oh, wir haben Munitionsprobleme. Noch einer. Ich habe übrigens auf Wikipedia mal nachgelesen. Es ist tatsächlich so, wie ich vermutet habe, die
Gegner haben keine intelligente KI, obwohl es so wird. Es ist tatsächlich alles komplett gescriptet. Das habe ich zum Beispiel, beziehungsweise merkt man das sehr stark, wenn die Granaten werfen. Einfach aus dem Grund, weil sie die Granaten tatsächlich an den perfekten Stellen werfen, wo eigentlich fast jeder reinrennen müsste, der dieses Spiel das erste Mal zockt. Ich höre da unten eine Tür. Hängt da ein Gegner fest oder bilde ich es mir nur ein? Ja, jetzt haben wir hier eine Menge Painkillers ineinander gefunden. Das finde ich auch manchmal seltsam. Es gibt Stellen, da findet man weitläufig nichts, sondern gibt es Stellen, da findet man 2-3 Mal hintereinander 3-4 solcher Dosen. Deswegen jetzt komplett voll sind, aber darüber sollte man ja nicht meckern, sondern eher froh sein. Jetzt muss ich hier nochmal gucken. Ja, mit der Schrotflinte können wir jetzt hier weiterarbeiten. So, ein Zufall, dass genau hinter ihnen so eine Falltür steht. Na, da oben steht auch einer. Na, wo ist er hin? Muss ich ein bisschen aufpassen, nicht, dass er mich überrascht. Ist doch bestimmt noch jemand. Oder war es der Einzige? Ah, da war noch einer. Ich hab's doch geahnt. Leichen pflastern unseren Weg. Man müsste echt mal so einen Counter im Spiel einbauen, der das mal mitzählt. Ja, manchmal reicht ein Schuss auf weiter Entfernung, manchmal reicht nicht mal ein Schuss von nahen aus. Da blicke ich auch noch nicht so ganz hinter. Das ist ja eigentlich für ein kleiner enger Steg. Das erinnert mich jetzt eher an Dark Souls. Da müssen wir anscheinend weiter in den Ecken. Gibt es nichts Besonderes. Keine Gegner, das wundert mich etwas. Ziemlich weitläufiges Gebiet. Oh, da ist jemand. Hallo. Immer noch mehr runter. Das ist bestimmt noch ein Vierter. Nein, es waren nur 3. Ups. Er macht es mir besonders einfach. Da unten ist auch einer rumgerannt.
Gleich kommt das aber auch. Oh, da habe ich mich so erschreckt. Ja, noch einer. Wasser die Waldfee. Das ist mehr als nur einer. Oh. Ja, ich habe vorhin erwähnt, manchmal hier sind wieder vier Stück und jetzt bin ich sowas von voll. Schade, dass ich nicht mehr mitnehmen kann. Zumindest 10 Stück wären, denke ich, noch sinnvoll gewesen. Aber okay, sind es halt nur 8. Hier ist bestimmt auch Munition versteckt, aber Munition fehlt hier eigentlich eher selten. Wieder eine kleine Spielerei. Stimmt, kann ich hier die Bühne auch öffnen und dann geht's weiter im Spiel. Gut, und da ich weiß, dass da oben noch jede Menge Painkillers auf mich warten, kann ich hier ruhig mal bis zum Maximum mich aufrichten und jetzt gleich nochmal hochgehen und die restlichen abholen. Lange, lange Treppe. Und da hinten müssten sie sein, genau. Da habe ich sogar notfalls noch einen auf Reserve. Wobei den langen Weg möchte ich ungern wieder zurückrennen. Wahrscheinlich lasse ich es dort liegen. What the? Ich habe dummerweise nicht gesehen, woher er kam und wo er die Granate hingeworfen hat. Ah, da kommen sie doch. Ja, auf der Entfernung macht das eigentlich keinen Sinn. Was war das? Okay. Hat einer Selbstmord begangen? Hm. Sehr, sehr seltsam. So, hier haben wir die Kontrolle über... Ah, okay. Ein kleines Rätsel. Komme ich jetzt schon durch? Ich denke schon. So, hier gibt es hin und wieder kleine Schalterrätsel, die sehr, sehr niedlich sind. Also vom Umfang her schafft das ein 6-jähriges Kind. Ja, und jetzt hört man den Hintergrundsound, die Hintergrundmusik, die Ambiente-Musik. Besonders schön. Und genau die meine ich, die mir sehr stark an Zelda erinnert. Kann sein, dass er runtergestürzt ist, genau. Wie komme ich da weiter? Okay. Kleine Jump and One Passagen. Hui! Muss ich da wirklich lang? Ich glaube ja. Ja, das ist... In diesem Spiel ist Springen so lala. The backstage area led to Lupino's inner sanctum. The hot air inside was like an invisible wall, thick with incense and something else, a sickly sweet smell that made you gag. This was the rotten core of the Big Apple. Lupino lurked somewhere ahead, like a spider at the center of his web,
waiting. The vapors in the air started to make my head swim. Torn pieces of a letter lay scattered on the sofa. Okay, das ist hier natürlich sehr krass. Der Typ scheint nicht mal alle Latten am Zaun zu haben. Und an diesen okkulten Kram auch zu glauben. Das wird jetzt bestimmt ein Endgegnerkampf. Hier kann ich nicht lesen, aber das da. Auch nicht. What? Ah, da. Punchinello had threatened Lupino in writing. The note had been torn to pieces, bloody fingerprints all over them. Don't want you to think that one of my boys is not playing with a full deck. Shape up, Jack. We are running a business here. I'd hate to send the trio to strong-arm you. The trio were the Don's notorious henchmen. It was obvious that Lupino hadn't been intimidated by the threat. The flesh of fallen angels! Come to me all! Astaroth, Beelzebub, Asmodeus, Baphomet, Lucifer, Loki, Satan, Cthulhu, Lilith, Ella! Blood to you all! Secret, living under the skin of reality. I've seen it. The corruption of flesh. Oh! I'm the wolf, yeah! I am the wolf! It's close. It's coming. You have come. A witness to the end of time. It's now! I will rise to her side! I don't need the words. I'm beyond the words. Ich glaube, das war ein sehr hässlicher Zwischenkampf, weil er von oben Molotow-Cocktails runterwirft und dann noch lauter Gegner auf uns einprasseln. Naja, ich drück mir mal selber die Daumen, dass der Frust sich hier in Grenzen halten wird. Okay. Ja, das war früher typisch, kurz vor dem Endkampf nochmal ordentlich Munition zu verteilen. Oh, da gibt es auch viele, viele Painkillers. Ja, wie ich schon sagte, das wird jetzt ein relativ schwerer Kampf. Das haben selbst die Spielentwickler eingesehen und hier die Tücher vollgepackt mit... Hier sind noch mehr Painkillers, meine Fresse. Ich suche mir ja schon mal eine Deckung. Ich werde wahrscheinlich die... Ja, was verwende ich als Deckung? Oh, jetzt passiert irgendwas. Ja, ich kann viel mehr. Ja, das ist die Problematik, dass sie mich mit einem Schuss niederlegen können. Fängt der hässliche Teil an, dass er von oben noch Mollys runterwirft. Ich treffe nicht, hallo. Ich weiß gar nicht, ob die unendlich sind, die Gegner, die er ankommen, bis ich einen Endgegner erwischt habe, oder... Sag mal. Thank you.
Sind die unendlich? Ich trau mich hier... Ups, sorry. Ich trau mich gar nicht zwischenzuspeichern. Deswegen mach's mal so. Weil der aktuelle Save-Punkt liegt vor dem Gegner, was sehr gut ist. Aber jetzt speichere ich mal zwischen, denn scheinbar haben ja tatsächlich alle Gegner erledigt. Es kommen nicht mehr, Gott sei Dank. Gott sei Dank war es keine unendliche Gegner, bis ich den Obermacker erledigt habe. Der von oben fröhlich mit Mollys wirft. Natürlich genau an der Stelle zwischengespeichert, wo ich kurz danach von der Kugel getroffen werde, geworden, aber okay. Ach nee, das ist dazwischen. I had known there'd have to be a catch in it somewhere, and this one was the Empire State Building of catches. Lupino was pumped up and dying to go 15 rounds with a mutant alligator, and then he started this spooky monkey talk, straight from a bad dream. Mine. I have tasted the flesh of fallen angels. I've tasted the devil's green blood. It runs in my veins. I've seen beyond a world of skin, the architecture of blood and bone arrow. Death is coming. She is coming, and hell follows with her. This is the twilight winter. I am ready to be her son. Her time is now. And all who stand in her way must die. Die! You'll die. You'll die now. All die. Oh! Hat er doch gerade sehr große Probleme. Ich auch. Oh, schade, da hat er sich jetzt so richtig schön in Molly reingerannt. So, der letzte Gegner und jetzt kommt wieder gleich die Zwischensequenz. Einer lebt noch. Das ist falsch in Erinnerung. Ich dachte, hier oben taucht dann der Endgegner auf und wirft mich mit Mollys zu. So, speichere ich mal jetzt. Das können wir ja überspringen. Mit Leertaste. Ja, kann ich mir das immer wieder ansehen. Okay. Ja, das wird nicht einfach. Ich muss wieder meine Massenvernichtungswaffe einsetzen, nämlich die Mützen, wenn ich noch schaffe, schnell genug auf die zu wechseln. Oh oh, er kommt ein Molly geflogen, aber ich renne nicht rein. Du hast einen Malfi. When Lupino finally went down, I wanted to make real sure he'd stay that way.
V was a bad monster. Turned them into friggin' zombie demons from outer space. I think he's dead already. Huh? And that's when it happened. But dead or not, you've got the wrong guy. In stepped this knockout femme fatale holding a gun to my face. I returned the favor. Lisa Punchinello. Lisa Punchinello was the Don's wife. Mona Sachs. Lisa's evil twin. Your safety's off, evil twin. You might hurt someone with that gun of yours. Lisa's the damsel in distress. I'm the professional. I'd blow you away without batting an eye. Sure, and you can check out my credentials splattered all over this joint. Jack couldn't have framed you, not the state he was in. We're after the same slime bag. Angelo Punchinello's the one who murdered your friend and framed you with it. You know this for a fact? I've got my sources. I don't have a clue these days. I just shoot them as they come. Who put a contract on the Archfiend? This one's mine. I hate the guts of that sadistic wife beater. Why not pool our bullets for this one? I thought you'd never ask. My finger was starting to twitch. How do you like your whiskey? I'm easy, as long as you don't try to slip me a Mickey. You're a real angel, Max. It was good stuff. Tasted sweet as honey going down. Nothing personal. Can't risk you going berserk and getting Lisa killed. The nightmare was always the same. Violent shapes moving in darkness, old and ugly. The killer's mad laughter was a riddle filled with wicked innuendo. Somewhere, the baby was crying. Daran kann ich mich auch noch genau erinnern. Das ist einer der bekanntesten Stellen aus Max Payne. Aber seht es euch selber an. Weil auch verdammt atmosphärisch, die Hintergrundmusik finde ich ja auch sehr toll. Die ist einfach gestrickt, aber trotzdem sehr atmosphärisch. Ihr seht, sind wir im eigenen Haus. Er versucht seine Familie zu retten, kommt aber viel zu spät, weil die Gänge zu lang sind, endlos lang für ihn. Bei Labyrinthen gab es immer so einen Trick, immer links, rechts zu laufen. Das erhöht die Chance ungemein. Richtig. Anzukommen. Ah, ich glaube, man muss darauf achten, woher die Schreie kommen. Ich kann es aber schwer orten. Ah, jetzt sind wir richtig. Gehe ich hier nicht wieder zurück? Jetzt eigentlich schon noch hier sein. Hört sich wieder an, als käme es von links. Das ist ja echt schwer, muss ich zugeben.
Ah. Should have known it when we found you snoring next to Lupino's corpse. A comedian, huh? Michelle looked at me from the photo. The Payne family. Happiness captured in a Polaroid moment. I had thought it would last forever, till death do us part. I didn't want to think about it. As long as I didn't, it could never happen. But I had broken my own rule. The thought had already slipped in. Fear was rusty needles poking at my brain. Cold and scaly, it slithered down my chest. Kann ich mich hier noch weiter umsehen? Gibt es hier noch weitere Sachen? Ja, die Fotos sind mir auch das erste Mal aufgefallen, als ich hier den Raum betreten habe. Und bestimmt sagt schon noch was zu seinen Kollegen. Jetzt wissen wir, were filled with good old times. Jetzt wissen wir auch, dass es nicht nur sein Kollege war, sondern auch sein Kumpel anscheinend. Alex and I had a few moments of glory between us. Crime-fighting comrades, the best in NYPD DEA collaborative team. Good-hearted macho bullshit like that. I would have given anything to have him here as my backup. No such luck. No luck at all. Zum Baby. I really love to watch cartoons. Captain Baseball Bat Boy is my favorite. Ah. Oh, das wird schwer. Boy is my favorite. Das ist echt nur so ein dünner Pfad. Oh Mann, nein. Ich kann es mit der Tastatur spielen, aber in der Hoffnung, dass ich hier einigermaßen gerade dann laufen kann. Hätten sie echt mal 10 cm breiter, hätte ich schon geholfen. Aber okay, ist so. Ich glaube, es ist sogar so hässlich, dass ich hier stellenweise rüberspringen muss, um weiterzukommen. Babyschreien kommt von dort, würde ich sagen. Ja, ich speichere jetzt einfach oft zwischen. Ach ja, Sarkasse. Das meinte ich mit, ich muss dann zwischenzeitlich sogar rüberspringen, was bei der Steuerung alles andere als ein schönes Erlebnis ist. Aber ich kann ja sehr weit springen. Das merke ich gerade. Ah, diese langgezogene Blutspur, das Weinen des Babys und der Frau ist sehr, sehr atmosphärisch. Wir, die versuchen, unser Ziel noch rechtzeitig zu erreichen, um unsere Familie zu retten. Und wie wir auch sehen, macht er sich selber Vorwürfe, dass er dafür zu lange gebraucht hat. Oder es ihm jedenfalls so vorgekommen ist, als hätte er eine Ewigkeit gebraucht, rechtzeitig anzukommen. Das hört sich jetzt eigentlich genau vor uns an. Ich muss hier tatsächlich alle 5 Meter speichern. Ist nicht schön, aber ich kann es nicht ändern. Man hat hier echt nur einen sehr kleinen Spielraum, nicht runterzufallen. Oh.
Hier wird es wieder leiser, deswegen gehe ich mal zurück. Hier wird es auch leiser und es sieht aus, als ob ich in eine Sackgasse komme. Und da sehe ich ja schon den Ausgang, also muss ich jetzt eigentlich nur überspringen. Ich versuche es einfach mal. Vielleicht schaffe ich es sogar. Tatsache. Da ist noch eine Tür. Okay, interessant. Hoffentlich sind wir nicht zurückgegangen. No. No, no, please God, no. Wir hören die Schüsse, wie gerade seine Frau ermordet wird. Blow them to bits, vaporize them, disintegrate them. No matter what you do, they'll still be back, good as new. Michelle's diary lay on the table. Michelle was working part-time in the district attorney's office. Her diary was open on today's entry, her handwriting all pretty curves. An army dossier found its way to my desk yesterday. Valhalla? Isn't that a Norse myth? Something about Vikings? I tried to tell Max about it, but he was busy, that cute frown on his brow. Guess it's nothing, just a mix-up at the courier service. From now on, I would always find time for her. It was a hollow promise. Too little, too late. Ah, he had bei der Staatsanwaltschaft gearbeitet. Max! No, please, Max! Why? I didn't mean to. I'm sorry. Murderer! You killed her! Nothing like that ever happens in the real world. I woke up in a bad dream. My head felt two sizes too small for my brain. Max Payne. I envy your name. And the killer was smiling. Pleased to meet you. I'm Frankie the Bat Niagara. Niagara, as in you cry a lot? He had a baseball bat and I was tied to a chair. Pissing him off was the smart thing to do. Nothing wrong with a little laugh now and then. Take me for example. I love to watch cartoons. Cartoon violence is a fascinating thing. Let's take a break. I need to take a leak and maybe grab a cold one at the bar. Don't worry. I'll be back to finish this off. And then, it's checkout time. You play, you pay, you bastard. He swaggered out, and the door clanged shut behind him, locks clicking into place. Everyone makes mistakes. Mine hadn't been to crack jokes about the goon with the bat. He'd have cracked my skull regardless. It hadn't even been to trust a girl with a gun. I had blindly gone after the first bad guy on my hit list when I should have been aiming further up the ladder, at the head of the Punchinello family. I couldn't bring myself to be pissed at Mona. Guess I had a soft spot for a pretty face. But when somebody decides to play baseball with your head, you tend to get sore. They had dragged me back to the basement of Lupino's hotel. I was beaten, bruised, and blue. I felt like the chair I had broken to get free. All I had was Niagara's bat, sticky with my own blood. So, ich finde, das ist eine super Stelle, vor allem nach dem Albtraum mal hier einen Cut zu machen. Eine kleine Pause für mich auch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.